Ah, danke, Justus. Ist doch immer wieder unglaublich, so ein Bild, oder? Und er hat seine Nase, findest du nicht? Naja, ich weiß nicht, aber was macht er denn da mit seinen Händen? Er ballt seine kleinen Fäuste. Wir müssen das Foto unbedingt meinem Vater schicken. Und Maria würde sich sicherlich auch freuen. Ehrlich gesagt, ich finde, je weniger Kontakt meine Mutter mit unserem Leben hat, desto besser. Für unser Kind auch. Ich glaube, mein Sohn ist ein kleiner Boxer. Bitte verzeihen Sie die Störung. Der kam eben für Sie an, Gräfin. Danke, Justus. Sehr geehrte Frau von Lahnstein, zu unserem großen Bedauern müssen wir Ihnen mitteilen, dass Ihre Anmeldung zum Pressetreff storniert wurde. Wir hoffen auf Ihr Verständnis und wünschen Ihnen alles Gute. Die haben mich ausgeladen. Sie hat wirklich ganze Arbeit geleistet. Ein dämlicher Chefredakteur? Mein Ex-Chefredakteur. In dieser Branche bekomme ich kein Bein mehr auf dem Boden und alles nur, weil mich Sebastian mit den gefälschten Informationen über Arthur Fromme reingelegt hat. Hey, jetzt nimm dir das mal alles nicht so zu Herzen. Du kriegst erstmal unser Kind, dann kriegst du einen Jahr Mutterschutz und bist dann ganz krass über die Sache gewachsen. Ich habe den Ruf eines ganzen Unternehmens ruiniert und nur, weil ich zu blöd zum Recherchieren war. So lange wächst kein Gras der Welt. Ich bin ein für alle Mal erledigt. Ah, da bist du ja. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ich habe nur überhaupt keine Lust auf Überraschung. Hm. Wart's mal ab. Huch, Ansgar, ich habe meinen Job und meine Glaubwürdigkeit als Journalistin verloren. Als Journalistin vielleicht, aber wie wär's mit deinem Chefsessel? Hinter dir steht der neue Herausgeber von Wirtschaft brandheiß. Vor mir wiederum sitzt seine neue Chefredakteurin, Matthäus Geschichte. Was? Natürlich erst nachdem du ihn rausgeschmissen hast. Ich dachte mir, das macht dir vielleicht Spaß. Hey, jetzt komm schon, räche dich an dem Typ, der dir deine Zukunft verbauen wollte. Schmeiß ihn raus. Ihn und seine ganze miese Mischpoke. Aber ich will mich überhaupt nicht rächen. Oh mein Gott, dann nenn's eben ein Zeichen setzen, um dich bei deinen Kollegen von den Printmedien zu rehabilitieren. Glaub mir, macht vielleicht eine ganz andere Glaubwürdigkeit. Aber Ansgar, ich habe überhaupt gar keine Erfahrung als Blattmacherin. Genau, das lernst du doch schnell. Wir stellen irgendeinen Berater ein. Und zu dem Pressetreffen musst du auch wieder geladen. An der Chefredakteurin von Wirtschaft brandheiß. Kommen Sie nicht vorbei. Ja, Susanne, ja. Ich freue mich auch. Ja, ja. Tschüss dann. Ja, a bientôt. Hallo, Arno. Lydia. Habe ich das richtig gehört? War das Susanne? Ja, ich fahre zu ihr nach Marseille. Das heißt, wenn ich vorher diesen ganzen Bürokram erledigen kann. Ja, wenn du willst, kann ich dir helfen. Ich habe im Moment mehr Zeit, als mir lieb ist. Wie das denn? Meine Karriere als Journalistin hat sich erledigt. Da hat Sebastian wirklich ganze Arbeit geleistet. Wo weißt du denn, dass er dahinter steckt? Der Stick mit den gefälschten Dateien war in seiner Tasche. Wie ist er da wohin gekommen? Und jetzt ist nicht nur Frommes Ruf ruiniert, sondern auch meiner. Ach, Lydia, ich kenne dich. Das wirst du nicht auf dir sitzen lassen. Ansgar hat mir Wirtschaft brandheiß gekauft, damit ich mich journalistisch rehabilitieren kann. Eigentlich habe ich was anderes gemeint. Du bist klug und begabt. Es ist nur eine Frage der Zeit. Du wirst das aus eigener Kraft schaffen. Wann soll ich Ansgars Angebot ablehnen? Das kommt ganz darauf an, welchen Ruf du in Zukunft als Journalistin haben willst. Es lässt sich nicht alles mit Geld aus der Welt schaffen. Aber du bist keine Lahnstein. Du bist eine Brandner. Und deshalb weißt du es. Charlie wollte mir was für Susanne mitgeben. Komm mit den Stalles. Ich spendiere uns ein großes Stück Torte. Mit Sahne. Okay. Hallihallo, ihr beiden. Arno, ich habe gerade die Päckchen für Susanne fertig. Oh, ein Haufen Geschenke. Edelst verpackt. Ich habe ja selten die Gelegenheit, Susanne und den Kindern was zu schenken. Darf ich euch was bringen? Allerdings, ich habe Lydia Torte versprochen. Mit Sahne. Oh,
da seid ihr heute genau richtig bei mir. Gibt's denn einen besonderen Anlass? Mhm, ich pflege Mutter, Speck und Seele. Eine vernünftige Entscheidung. Wie wär's denn mit der hier? Und lecker, oder? Mhm. Dazu gönne ich mir jetzt auch eine Tasse Kaffee. Ernst, ist ja nicht da, um sie mir aus der Hand zu reißen. Ah ja, okay. Wären Sie so nett, Luca? Wie haben Sie sich denn jetzt mit dem Verlag entschieden? Nehmen Sie das Angebot an? Im Internet geistern jede Menge Leserbriefe über mich herum. Wie kann sie sich Journalistin nennen, wenn sie das Grundhandwerk nicht beherrscht und so weiter? Aber die Leute haben recht. Ach, jetzt seien Sie mal nicht zu hart mit sich. Sie wurden reingelegt. Ich habe mich reinlegen lassen, wie eine Anfängerin. Was ist mit den angeblichen Hitler-Tagebüchern? Denken Sie mal daran. Oder die vielen gefälschten Kunstwerke, die es bis in die Museen schaffen. Aber wenn ich ein Profi wäre, dann hätte ich mich auf meinen Instinkt verlassen, der mir von Anfang an gesagt hat, dass Frau Möhr eine weiße Weste hat. Ach, jetzt kommen Sie schon, Lydia. Sie wollten eine Story. Ist doch klar, dass man nach jedem Strohhalm greift, weil man glaubt, was Interessantes rauszufinden. So funktioniert doch der Job. Und diese Falschinformationen, die waren verdammt gut lanciert. Jeder Mensch macht Fehler, ne? Aber wissen Sie, was der größte Fehler einer Journalistin ist? Dass man die Vorsicht aus den Augen verliert, weil man um jeden Preis eine Story will. Und genau das war mein Problem. Und natürlich muss sich Lahnstein Enterprises voll und ganz auf seine Geschäftspartner verlassen können. Das nur als kleiner Tipp nebenbei. Wiederhören. Hey, na? Ansgar, ich muss mit dir reden, es dauert auch nicht lange. Ansgar, ich weiß, du hast es gut gemeint, aber ich kann den Job als Chefredakteurin nicht annehmen. Was spricht denn dagegen? Hm? Ziemlich viel. Ich will nicht auf deiner Gehaltsliste stehen. Jetzt setz dich doch mal hin. Ich bin dann vielleicht formal dein Chef, aber ich rede dir doch nicht bei deiner Arbeit rein. Und was die Gelder betrifft, je üppiger sie sind, desto mehr geben sich die Leute für dich Mühe. Ich habe meine Probleme noch nie mit Geld gelöst. Ach, Schätzchen, dafür ist es doch da. Ich will mir meine Karriere selbst erarbeiten, auch wenn es hart wird. Ich will unabhängig und stolz darauf sein, was ich geleistet habe. Ja, aber genau das biete ich dir doch. Natürlich musst du viel leisten als Chefredakteurin. Ja, aber die Karriere ist gekauft, und zwar von dir. Was heißt denn gekauft? Du kannst dich rehabilitieren. Aber ich will nicht ganz von oben anfangen. Ich habe noch so viel zu lernen, damit ich nicht noch mal in so eine Falle reintappe. Milly, ich verstehe es wirklich nicht mehr. Erst willst du mich nicht heiraten, dann willst du keinen Job von mir, obwohl ich diesen blöden Verlag nur... Nochmal, ich habe dir schon mal gesagt, ich möchte nicht, dass du über mein Leben bestimmst. Andere Frauen werden vielleicht ganz froh über die Chancen, die ich dir biete. Ja, dann sind die vielleicht auch passender für dich. Du willst also Karriere als freie Journalistin machen. Überstunden, Dienstreisen, alles zum Wohl der guten Story. Sehe ich das richtig? Ich brauche keine Chance von dir. Begreif das endlich. Ich erreiche auch so, was ich will. Ja, du, sag mal, wir bekommen ein Baby. Hast du schon mal daran gedacht? In anderen Ländern geben die Mütter ihre Kinder auch in der Tagesbetreuung. Das ist total normal, in Frankreich zum Beispiel. In Frankreich ist auch normal, dass man Froschenkel isst. Außerdem interessiert mich das doch ein Dreck, was andere tun oder lassen. Ich will nicht, dass mein Kind in Abwesenheit seiner Mutter aufwächst. Wer redet denn hier von Abwesenheit? Ich will so viel Zeit wie möglich mit dem Kind verbringen. Was im Übrigen nicht nur deins ist, sondern auch meins. Ja, dann übernimm diese dämliche Zeitschrift. Du kannst dir deine Zeit frei einteilen, du kannst vieles delegieren. Ach, schon klar. Und dann werde ich so eine Frühstücksdirektorin im Schickimicki-Kostümchen und überlasse dann den anderen die Arbeit und die Entscheidung, oder wie? Du hast doch gesagt, du bist noch nicht so weit, dieses Blatt zu übernehmen. Deswegen will ich den Job doch auch nicht haben. Verstehst du eigentlich, worum es mir geht? Wie könnte ich das wohl missverstehen? Es geht um dich, es geht um deine Karriere, deine Lebensplanung. Was ist denn mit uns? Wir kriegen ein Baby. Ach so, du wirfst mir jetzt Egoismus vor? Dass ich nicht lache. Wer hat denn die ganze Zeit immer seinen eigenen Vorteil im Auge? Ja, verdammt noch mal. Ja, der bin ich. Ja, ich... Ja, selbstverständlich. Ich bin gleich da. Was ist los? Ist irgendwas passiert? Meine Mutter, Maria, sie ist... Sie ist tot.